Ah ja, das nehme ich jetzt persönlich. Ja, ja, das macht das Leben aus. Was benennen wir denn mit dem... Was ist... wenn es dir in einer Kick-Werbung auftritt, dann wohl nicht. Ey, diese Kick-Werbung ist voll auf so ein Motto gemacht. Ja, wir sind die Besten. Wir sind voll das Einkaufszentrum hier, ne? Wir sind voll Luxusmaterialien. Ja, die neue Fernsehwerbung von Kick, wo das die dann auch ganz oft in einem Primark gedreht wurde, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es in irgendeinem Kick in ganz Deutschland so aussieht wie in dieser Werbung. Ja, das ist so sortiert und alles sauber. Total übertrieben ist das. Stell das doch lieber da, wie es ist. Das ist die bittere Wahrheit. Die bittere Wahrheit. Ja, Kick ist nicht toll. Auch wenn das einige immer noch denken. Das Leben ist so leicht mit Kick. Das Leben ist noch schwerer mit Kick. Du musst die ganze Scheiße mit dir rumtragen. Du wirst in der Schule gemobbt. Tja, weißt du, das Beste ist ja immer noch diese Hinweistafel. Ladendiebstahl lohnt sich nicht. Ja, bei Kick lohnt sich dir echt nicht. Ja, aber dann denken Sie an die Folgen. Strafe, also Freiheitsstrafe. Klar, wenn ich bei Kick klau, kriege ich eine... Alter, erzähl das meinem Richter. Ich habe bei Kick geklaut, habe eine Freiheitsstrafe bekommen. Nein, das Beste von allen ist immer noch, denken Sie an die Folgen. Sozialer Abstieg. Sobald ich in einen Kickladen gehe, sinkt mein Niveau und mein IQ... Um 5%. Wenn du Geld für ein Kick-Produkt ausgibst, dann ist das sozialer Abstieg. Aber nicht, wenn du was... Nee, alleine wenn ich in den Laden reingehe, ist das sozialer Abstieg. Ja, das, also... Nee. Kick? Ja, eure Kampagne zielt darauf ab, den Leuten etwas zu zeigen, dass ihr nicht seid. Das ist schlecht. Kick ist doch allgemein schlecht. Stell dir mal vor, irgendjemand, der jetzt nach Deutschland emigriert ist und weiß noch gar nicht, was Kick überhaupt ist und sieht dann diese Fernsehwerbung, ne? Der denkt dann, oh geil, das ist ja voll der Luxusladen. Klar, wenn er Immigrant ist und ganz neu und nichts weiß, dann versteht er Deutsch. Ja, man kann, ja, nur weil man die Sprache nicht kann, nur weil man ganz, ach egal. Ich versteh's selber nicht. Nein, ich meine, du... Ja? Kannst du die Sprache können und du kannst ja auch da leben, ohne dass du... Ja, dann würde ich mir schon mal ein bisschen überlegen, was es da so gibt. Obwohl, Kick-Werbung angucken? Hey, wie niveaulos muss ein Mensch sein? Naja, wie dem auch sei. Also, es gibt eine neue NPD-Seite auf Facebook, freust du dich? Warum guckst du NPD-Seiten auf Facebook nach? Weil mir ein... Weißt du, ich gehe auf Facebook... Weil das interessiert! Nein, ich gehe auf Facebook und da steht dann so, es könnte... Was? Irgendein Freund hat mir empfohlen, bla bla bla, NPD. Was? Was für Freunde? Ja, das freut mich auch. Adolf Reichsmann. Ich glaub, das war sogar... Oh Gott, ich weiß, wer es war. Oh, ich kann mir denken, wer es war. Alter. Wenn das die oder der oder was auch immer das ist, war dann... Oh. Aber Olli hätte es auch sein können. Das ist Thema Nazi. 5 Diamanten haben wir noch, oh. Ich will mal eben was sehen. Scheiße, funktioniert in ihrem Server. Nein! Dein News-Ticker spammt voll. Der macht den Chat aus. Nö. Nö, ich will lesen. Ich könnte ja wichtige Nachrichten im News-Ticker verpassen. Ich will die TXT-Datei durchlesen. Mit 3 Nachrichten drin. Welche TXT-Datei? Die ganzen Nachrichten stehen alle in einer TXT-Datei auf dem Server. Achso. Wieso? Ja, also ich schreibe da jeden Scheiß rein, das bleibt für immer da drin gespeichert. Was? Hm? Der News-Ticker. Achso. Ja, dann ist er doch schon voll. Besuch die Homepage von Lukago vor Video. Ja, wenn sie mal online wäre. Die ist immer noch nicht fertig. Ja, dann nimm das doch da raus. Dann stürzt der Server wieder ab. Ja, du kannst es ja ersetzen durch Besuch den Kanal von Lukago vor Video. Mal sehen. Wenn ich zu faul bin. Du hast ja ein Creeper-Loch vergessen. Ich bin doch noch nicht durch, ich hab noch 12 Erde. Oh. Dann solltest du dir neue besorgen. Dann besorg du dir doch Erde. Ah, ich wollte wegen Eier gucken. Stimmt ja. Eier.
Und ich will gleich irgendwas umbenennen. Irgendein Werkzeug oder sonst was. Mit welchem Amboss? Wir haben einen Amboss, weißt du das nicht? Ach der, das war ja der, den Julian mit sich rumgeschleppt hat. Wo steht der im Winter? Steht der denn? Also, ja. Aber hier, ja, wo steht der denn? In meinem Inventar steht der. Der steht in meiner Hosentasche. Wo hast du ihn denn jetzt her? Wo war der denn? Im Lagerraum, in der Eisenkiste. Da stand er die ganze Zeit. Ja. Gott sei Dank ist nur eine Kuh, das sage ich. Sieht aus wie ein Creeper, als wäre eine Kuh. Nein, die läuft da vorbei und da bewegt sich was. Oh, creepy. Ja, ich bin voll paranoid. Stimmt, Peter. Paranoid. Peter hat eine Maske auf. Oh nein, jetzt sieht er aus wie ein Kürbis. Na, siehst du mal. Wer ist auf die Idee gekommen? Oh. Mhm. Ja. Er wollte eine Maske tragen. Warum hat er eine Maske auf? Jetzt sei leise, weil er eine Maske wollte. Warum liegt hier Stroh rum? Er will nicht geschlagen werden. Er muss aber noch eine Computerstimme benutzen. Oh nee. Kennt ja eh keiner. Nee, es ist ja der geheimnisvolle Peter. Peter hat keine Stimme, er ist taubstumm. Der Arme, das stelle ich mir furchtbar vor. Ein Kürbis, der nicht reden kann. Du musst Gebärdensprache machen, da versteht das. Mit welchen Körperteilen denn? Bist du amputiert oder was? Hast du keine Arme? Er hat nur zwei Stöcke. Du musst Gebärdensprache machen, er kann reden. Weil er taubstumm. Okay, ich lass es. Du hast gerade was anderes. Ja, ich. Wie sagt er etwas zu mir, wenn er taubstumm ist? Ja. Ja, man also, muss es mit der Logik ja nicht so genau nehmen. Nee, es ist Minecraft. Ja. Das nehme ich jetzt persönlich. Ja. Das macht das Leben aus. Was benennen wir denn mit dem... Was ist? Was ist? Wenn du sowas machst, dann hab ich immer Angst. Na. Wo ist der Sand? Ach, da ist der Sand. Ach so, ich weiß, was du entdeckt hast. Wenn das schon übertrieben ist, ne? So, die Kisten müssen wir auch mal nach drin verlagern, die hier draußen noch rumstehen. Das gibt's. Ja, das habe ich in Folge 200 schon angemerkt. Nee. Nee, hast du nicht. Erzähl mal keine Scheiße. Nee. Hast du nicht? Nee. Gott, du klingst wie... Wer klingst du denn? Willi Werkel. Nee. Cool, ich kann meine Erde umbenennen. Looking good, wie Klaus. Wir in Amerika sagen. Wie hast du sie genannt? Looking good. Okay, wir brauchen jetzt ganz viel Looking good, um die Creeper-Löcher zu stopfen. Oh, wie geil. Das ist so geil. Wenn ich das Inventar scrolle, looking good. Ach, wie geil. Man könnte ja mal sowas machen. Minecraft beleidigt mich. Nein, ich hab's abgebaut. Scheiße. Was? Ich hab's hingesetzt und abgebaut. Das ist, ja. Jetzt ist es weg, oder was? Kombinieren wir einen Apfel mit Erde, geht das? Nee, irgendwie nicht so. Apfel. Lol. Ich brauch 5 Erfahrungspunkte, ey. Das geilste wäre ja immer noch, wenn du, Ja. Wenn du ganz viele Items so verschieden benennen würdest, und dann könntest du so ein Video machen. Minecraft beleidigt mich. Und dann scrollst du da durch. Arsch. Penner. Hi, leise. Jetzt hör auf, nicht zu beleidigen. Genau. Ich gehe jetzt mal zur Monsterfalle, wenn ich da irgendwie reinkommen würde. Und setz die mal so langsam in Gang. Wir brauchen mal XPs. Ich hab noch 26. Und Julian hat doch bestimmt auch noch was. Ich hab 2. Ja, du hast ja auch gerade Erde umbenannt. Looking ist good. Ja, ist ja sehr kostspielig. Hier ist ein Creeperloch. Wie kostet das denn, ein Item umzubenennen? 5. Ach du heilige Scheiße. Ich verschwende meine XP dafür, Erde umzubenennen.
Du musst jede einzelne umbenennen, das ist das Geile. Ja, und das Geilste da, das Allergeilste ist ja, wenn du eins. Wenn du eins hinsetzt und abbaust, dann ist es ja wieder weg. Ja, das hatte ich gerade gemacht, deswegen habe ich kein Looking Good mehr hinter. Oh nein! Wie kannst du nur ohne Looking Good rumlaufen? Wo steht der Armboss denn jetzt? In der Dings. Achso, im Lagerraum. Im Lagerraum am Strandhaus. Ja. Geh mal in die Mob-Falle, in die Mob. Ich hab Mob gesagt, Mob. Oh Gott, das ist so arm. Ja, das ist es allerdings. Unterentwickelte Menschen haben nichts zu suchen auf YouTube. Sei gegen unterentwickelte Menschen auf YouTube. Voll rassistisch. Bist du denn rassistisch? Wir sind doch selber aus Lachsrohr. Keine Untermenschen in meinem Reich. Unterentwickelt, habe ich gesagt, nicht Untermenschen. Ja, das ist aber nur ein Schritt bis dahin. Nein, Schritt! Alter, ich habe Glas vergessen. Nein, ich habe kein Glas mitgenommen. Weißt du, wenn wir die Eierfarm in Betrieb nehmen würden, ne, dann hätten wir, jetzt kommt's, Eier. Siehst du, dann müsstest du nicht nach denen suchen. Julian ist online. Ruf ihn an, die Konfi. Mach ich. Julian. Und da sind wir wieder. Ja, und jetzt haben wir auch einen Gast. Ein Gast? Wieder. Julian ist schon fast Gast. So selten wie der da Julian ist. Julian ist ja fast schon Teammitglied, aber mittlerweile ist er immer noch Gast. Mittlerweile ist er immer noch Gast, aha. Ja. Beste Aussage. Mittlerweile fast immer noch. Mittlerweile fast immer noch beides zuerst. Ja. Danke, dass du den Anruf getätigt hast. Ja, du hast gesagt, ruf den da an. Da musst du drüber nachdenken, dass Freps dann aufhört aufzunehmen. Das musst du wissen. Warum? weil du es wissen musst. Ja. Du solltest es lieber wissen, bevor du sagst, ruf den an. Ja, ruf den an. Robi, ruf den an. Der spricht. Scheiße, ich muss eben die ganzen Sachen holen für die Spawner. Für die Spawner! Ja, also sind wir wieder hier, ne? Weiter geht's und so, ne? Hier wisst ihr ja alles Bescheid. Wir waren bei kranken Kindern. Luca? Ja? Ich möchte dir ein iPod schenken. Oder 5 iPods, meinetwegen. Nimm sie alle. Ist doch ein iPod! Warte. Ach, ein Apfel, ach Gott, geh weg! Ich hab den iPod umbenannt! Echt? Ja. Was ist echt so arm? Hat mich 25 XP-Punkte gekostet. Warum machst du sowas? Oh iPod. Weil das kann. Wie, du isst deinen iPod auf, der war teuer. Die Textur, Alter. Von iPods von den Bäumen. Oh mein Gott, nein. Na gut, gehen wir mal wieder zurück und holen ein Glas und so weiter. Wascht. 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 Wascht schon. Wo seid ihr denn gerade? Ich bin gerade zurück auf Strandweg. Zurückweg. Haus auf Hausstrand. Ich lauf gerade am Strand rum. Cool. Ja. Ich höre eine Spinne. Nein. Die hört sich ekelhaft an. Ich weiß. So, ich würde sagen, ich brauche wieder neue XP, also mache ich hier Monster Hunter. Also mache ich hier Monster. Ja, ich mache hier Monster kaputt. Was ist das? Ach ja, da war da diese Höhle. Nein! Fall rein, klar. Natürlich. So. Guck mal, das ist das Haus. Strandhaus. Scheiße, ich hab den iPod gekissen. Scheiße. Oh, du Idiot. Egal, ich hab noch viel davon. Ich guck grad nicht hin und der ist. Cool, ich habe einfach gegessen. Ich habe Elektronik in mir. Elektronik kommt ein. Ich bin ein Elektrolyt. Weißt du denn noch, was das überhaupt ist, Luca? Ja, eine Flüssigkeit, die gut Elektronen, also Strom und so weiter. Also. Nicht unbedingt deine Flüssigkeit. Ach, du bist hier der Chemie-Experte, ich weiß schon. Ja, du aber auch. Ich habe eine 2 und du hast eine 4. Nein, die 4 habe ich in Bio. Ja gut, habe ich auch eine 2. Was wollte ich eigentlich gerade holen hier? Glas und? Na! Ja, Glas, mehr hast du glaube ich nicht gesagt. Ich brauchte aber noch irgendwas, also. Lass mich überlegen, ich wollte Pistons holen, habe ich die Pistons. Warum redest du wie ein Pate?
Was für ein Pate? Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. 3 Pistons zum Preis von einem. Ich mach mal eben neue, ne? Ja. Wie viele brauchen wir denn? Ich glaube. Genug. Haben wir Cobblestone irgendwo? Da. Bestimmt. Dann brauchen wir das. Und dann brauchen wir das. Gut, sieht gut aus. Das Skelett hole ich mir. Das kaufe ich mir. Bei Galeria kaufen. Ich hab geblockt. Du Idiot. Geblockt. Ah. 4 XP habe ich wieder.